Hallo und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal von Star Wars Battlefront. Es ist eine Zeit lang her, bei meinem letzten Video ist eine lange Zeit vergangen. Jetzt ist Todesstern raus seit ein paar Tagen und ich will euch so meine ersten Eindrücke schildern. Im Hintergrund hier seht ihr ein vergangenes Gameplay, das ist gestern passiert. Das war Jägerstaffel auf Todesstern, also war hier erstmal in den Gängen verdammt schwer hier überhaupt zu manövrieren, aber das macht ja auch niemand außer mir da im Moment. Das habe ich ja auch noch nicht begriffen. Sonst muss ich sagen, habe ich jetzt, und da habe ich eben gleich das Helden-Pickup gefunden. Und war dann gleich der Millennium-Falke. Also es hat Spaß gemacht. Besonders also jetzt dieses Match hier, weil ich Millennium-Falke dann auch noch hatte. Ich muss sagen, ich finde alle Maps mal wieder vom Todesstern DLC genial. Also es gab keine einzige mehr, wo ich sagen musste, ja, die ist in Ordnung, aber die ist ja so mittel. Ich muss sagen, jede ist perfekt. Also es gibt keine Map irgendwie, die ein bisschen schlechter ist als die anderen DLC-Maps von den anderen DLCs. Ich muss ja sagen, ich finde meiner Meinung nach die drei DLCs jetzt geben sich eigentlich gegenseitig nicht viel. Also ich finde, Outer Rim kann mit Bespin mithalten, Bespin kann mit Outer Rim mithalten und Todesstern ebenso. Also es sind alle drei ungefähr gleich gut, meiner Meinung nach. Und Todesstern ist halt auch wirklich so genial, von innen dann. So eine gute Map. Also die Innenmaps, die sind verdammt schön. Die Außenmaps selbstverständlich auch und die Raumschlacht habe ich auch bereits angespielt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber da komme ich noch nicht so zurecht. Da macht man auch noch nicht sehr viel Kills in den Raumschlachten. Da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, sage ich mal. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil man es halt ewig lang nicht mehr so gespielt hat. Es spielt sich auch ein bisschen anders als Jägerstaffel, weil bei Jägerstaffel sind auch weit, meiner Meinung nach, die TIE Fighter und die X-Wings nicht so schnell. Und ich finde schon, dass die Maps ziemlich schön sind. Also, wie gesagt, die Raumschlacht, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Dann wird es auch mit der Zeit besser, aber die Maps innen, also jetzt in, ach Gott, was hat man da für Spielmodi? Ich glaube, Sabotage, Gefecht, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr. Hat total Spaß gemacht, sonst habe ich so viel Todesstern, habe ich jetzt bisher noch nicht gespielt, vielleicht 2 Stunden, also sehr wenig. Ich habe sonst wieder Bespin ein bisschen gespielt. Wird jetzt kein Gameplay kommen, aber ihr seht nach dem Match hier von Jägerstaffel auf Todesstern, seht ihr danach noch ein kurzes Chewbacca-Gameplay. Ich habe den zum ersten Mal gespielt da, das war das erste Mal mit Chewbacca. Ich habe überhaupt nie nachgeschaut, was der für Funktionen hat. Das heißt, ja, ich musste erstmal so schauen, was der so kann. Das werdet ihr dann sehen im Anschluss nach diesem Match hier. Und ja, es hat schon Spaß gemacht, auch mit Chewbacca. Chewbacca war sehr OP, meiner Meinung nach. Aber er hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann Bossk, habe ich auch schon gesehen. Ich muss sagen, Bossk habe ich mir ein bisschen mehr auch von der Animation. Ich finde, von der Animation ist er bisher der schlechteste, meiner Meinung nach. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich habe halt gedacht, dass die den sehr ähnlich zum Clone Wars Bossk machen. Weil der war wirklich perfekt und den haben sie halt wirklich um einiges anders, die Augen auch eher ein bisschen anders. Und deswegen, ja, es ist keine schlechte Animation, auf keinen Fall, aber es sieht wirklich anders aus, als ich mir erwartet habe. Aber trotzdem, Bossk ist eben wird jetzt wahrscheinlich mein Lieblingsschurke auch werden, weil ich bin ja großer Bossk-Fan, ist mein Lieblingskopfgeldjäger, also werde ich mit dem bestimmt eine Weile spielen. Die deutsche Synchronstimme ist ebenfalls in Ordnung. Sonst, was habe ich noch so erlebt jetzt in den letzten Stunden? Ja, ich muss sagen, ich hatte auch plötzlich so ein Fail oder Glitch oder Hack, wie auch immer. War auf jeden Fall ein kompletter Fehler, Spielfehler oder ich wurde gehackt. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, Leute. Und zwar hatte ich, 2 Karten, also ich hatte einmal Zielschuss und Jetpack. Jetpack hatte ich ein Upgrade, das wusste ich. Aber plötzlich hatte ich für jede Sternkarte ein Upgrade. Und das hatte ich ja vorher noch nicht. Und irgendwie hat das Spiel das so gemacht, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, ich denke mal, es war ein Fehler oder es war ein Hacker, wie auch immer. Aber ich hatte wirklich halt wirklich 2 Upgrades. Obwohl ich im Würfel nur eine Upgrade hatte. Also irgendwie habe ich da, ich weiß auch nicht, was das war. Auf jeden Fall, danach war es wieder weg. Danach hatte ich keine Upgrades mehr. Ist schade. Hätte ich es schneller fertig gehabt. Aber ist auch egal. Ich habe mir Zielschuss eh danach. Nee, nicht Zielschuss. Ich habe mir Ion-Torpedo danach eh gleich ein Upgrade geholt. Mit dem Geld.
Sonst Weequay habe ich mir auch bereits geholt. Ja, hat eine Zeit lang gedauert, kann man ruhig sagen. Ich bin jetzt erst Level 60. Hatte ja eine lange Zeit Pause. Also, ja, wenn ich jetzt wieder öfter spielen werde, dann werde ich definitiv schneller leveln, aber das kommt jetzt, wie gesagt, so drauf an, wie schnell und wie oft ich Battlefront spiele. Ich denke mal, ich werde es jetzt schon jede Woche regelmäßig spielen. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Ist immer noch mein absolutes Lieblingsspiel auf der PS4, würde ich fast sagen. Ne? Also es ist schon verdammt gut. Übrigens, Nick, schöne Grüße, wenn du das Video siehst. Du weißt, dass du mich gerade nervst mit deinen Einladungen, aber ich glaube, genau das wirst du auch erreichen damit. Sonst, ey, der hört nicht auf, Einladungen zu schicken. Egal. Weißt du was, nächstes Mal deaktiviere ich das, dass ich da überhaupt Nachrichten bekomme. So, ja, wie gesagt, ihr seht ja noch im Hintergrund das Gameplay. War kein schlechtes Match, war allerdings mein allererstes Jägerstaffel-Match auf Todesstern. Also, es war am Anfang vielleicht noch ein bisschen problematisch. Ich bin auch sehr, sehr oft gestorben. Hier auf dem Match sehr oft. Sehr ungewöhnlich für mich, aber auch dieses Wiring extra habe ich erst kennengelernt. Das war ziemlich cool. Allgemein, mir gefällt so alles von Todesstern. Also alles wieder perfekt. Man kann nicht sagen. Es kommt jetzt ganz drauf an, wie oft ich jetzt diese Maps innen im Todesstern spielen werde. Dann kann ich euch auch sagen, ob es besser ist als die alte Todesstern-Map aus Battlefront 2. Denn ich habe die ja geliebt, die aus Battlefront 2. Und ich weiß jetzt noch nicht so ganz, ob die rankommen an das alte, aber von der Grafik und von den Texturen her zu 100%. Das kommt jetzt, wie gesagt, noch drauf an, wie viel Fun ich dann noch auf den Maps haben werde. Da hatte ich auch so ein Problem mit dem Visier. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie konnte ich da auch nicht mehr gescheit anvisieren an der Stelle. Weiß nicht, ob das neu war. Auf jeden Fall war das irgendwie sehr komisch. Seht ihr hier, ich konnte nicht mehr anvisieren mit L2. Ja. Und auf jeden Fall in den letzten Stunden sehr viel Spaß gehabt auf den Maps. Ja, also der Zyklus von Battlefront, wie oft ich jetzt spielen werde, ist eine große Frage, weil die YouTube-Videos jetzt in dem Abstand jetzt eher regelmäßig kamen, also so nach langer Zeit immer so wieder. Ich denke, ich werde jetzt wieder öfter machen, besonders weil jetzt Todesstern raus und mir macht es wirklich mega Spaß und ich muss unbedingt leveln. Mit Level 60 von 100, glaube ich, ne? 100 kam doch, glaube ich, Upgrade, vielleicht 100 oder 90, ich bin gerade auch nicht 100% sicher. Ja, da will ich auf jeden Fall noch eine Menge erreichen. Es gibt ja auch das Update für die Leute, die es vielleicht nicht wissen oder wissen wollen. Gibt es ja einige neue Skins für die verschiedenen Truppen. Zum Beispiel für Rebellen gibt es jetzt den Rebellenoffizier. Für die Imperialen gibt es den Imperialen Offizier. Dann noch den Todesstern-Truppler. Und dann gibt es auch noch für die verschiedenen Sandtruppler die verschiedenen Tapes. Da gibt es ein weißes, ein rotes und ein schwarzes. Kann man sich extra kaufen. Ich fand es eine ziemlich gute Idee. Mir gefällt es auch. Also ich finde es wirklich klasse. Ja, was gibt es noch zu besprechen? Ich werde es in den nächsten Tagen, wie gesagt, jetzt am Wochenende nicht mehr ein Video hochladen. Aber ich werde jetzt unter der Woche eigentlich versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Ja. Das Match, wie gesagt, war nicht schlecht. Hier habe ich wieder versucht, den... So... Ja, genau, das war wieder das mit dem Zielen, mit dem TIE Fighter. Immer wenn ich versuche, den abzuschießen, plötzlich funktioniert das Visier nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was das war. Also, irgendwie hat es nicht geklappt. War jetzt nicht mein bestes Match, aber war kein schlechtes. Deswegen lasse ich das hier im Hintergrund laufen. Sonst, was gibt es noch zu besprechen? Ich hoffe, ihr schaut auch generell die anderen Episoden noch an. Also es wird jetzt noch eine Menge neue Spiele mit dazukommen. Also ich denke... Ich werde jetzt auch wieder Kiss und Shadowfall Let's Plays machen. Ich denke mal, vielleicht in 2 Wochen ungefähr. Vielleicht werde ich mir FIFA nämlich früher holen. Dann werdet ihr vielleicht schon FIFA-Gameplay auf meinem Kanal sehen. Oder auch Mafia 3. Mafia 3, denke ich mal, mache ich vielleicht sogar ein Walkthrough. Ich überlege es mir. Aber es ist halt eine scheiß Arbeit. Also ich muss halt jede Mission... Also ich mache es dann wirklich blind, also ohne Spoiler. Ich spoilere mich nicht selbst in Mafia 3. Müsste ich dann einen Walkthrough draus machen, aber das ist halt wirklich eine scheiß Arbeit. Ich muss es mir überlegen. Oder ich mache halt nur so Einzelvideos zu Mafia 3. Wie gesagt, wenn es eine Menge Leute sehen wollen, dann mache ich es vielleicht, aber ich muss es jetzt noch überlegen.
Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt hier auch gesiegt. Wie gesagt, ihr seht hier schon, ich bin hier ziemlich oft verreckt. Trotzdem auch ein paar Kills. 28 Leute, ne? Ja. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag. Ihr seht jetzt noch das Gameplay von Chewbacca. Also vorher bin ich noch Rebellensoldat und dann werde ich nach 2 Minuten ungefähr Chewbacca. Es braucht jetzt nicht vorspulen. Ich mache davor schon ein paar Kills. Und ja, ich wünsche euch noch das Genießen des Gameplays von Chewbacca. Like das Video, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ah ja, und noch eine Sache, meine Freunde. Ich bekomme gerade eine Nachricht vom Nick, dass ihr Royal Force abonnieren sollt, seinen Kanal. Das ist sein Kanal. Ich werde ihn vielleicht mal verlinken, wenn er mir einen Link gibt, wenn er nicht zu faul ist. Dann wird er vielleicht in der Beschreibung sein. Ist zwar nicht 100% garantiert, aber ja. Ja gut, wir sehen uns. Bis dann.